Ja, grüße, Herr Ehrlich. Ja, aber was machen Sie denn jetzt auf einmal da? Ja, erinnern Sie sich noch, was Sie mit meinen Kollegen aufgeführt haben? Also, ja, der ist ja mit der letzten, der ist beim Dreh gestolpert. So ein Trottel ist es wirklich. Also ja. Jedes Mal tut er ein kleines Hoppala. Beim Gehen, wissen Sie, ist er hingefallen, ne? Ja, gestolpert, das habe ich ein bisschen anders gehört. Ach, geh bitte, so ein Blödsinn. Ja, also das klang eher mehr so, als wären Sie da ein bisschen aggressiver schon wieder unterwegs. Nicht aggressiv, bitte, immer diese Vorwürfe. Ich hab's schon mal gesagt, ich kann das nicht halten, wenn man das sagt, weil das ist ein Blödsinn, okay? Ja, aber grundsätzlich ist ja egal, geht's Ihnen da etwa schon wieder besser, dass Sie hier arbeiten können, schon wieder harte Arbeit verrichten? Ja, beim Vorstellungsgespräch letztens den Quantum-Flip, ich hab immer noch überall, da schauen Sie sich das einmal an. Das tut schon ein bisschen weh. Ja, das schaut ein bisschen härter aus, ja. Deswegen haben sie mich in den Stand geschickt. Aber ich habe gedacht, ob ich jetzt daheim sitze und ein bisschen Spatze spüre oder ob ich da, irgendwie mache ich ja dieselbe Bewegung. Ja, verstehe ich. Aber wenn Sie das meinen und Sie bekommen dafür eine kleine Entlohnung oder wie ja, schaut das aus? Man darf da nicht dazu verdienen. Wir haben ausgemacht, ich lege ein bisschen Hand an. Beim Auto und die nette Dame legt dann ein bisschen Hand an bei mir, lasst mich dann ein bisschen von ihrem Buffet, Melonen und ein bisschen frischen Erdbeeren. Okay, und, okay. Ach, ja. Aber ich muss schon sagen, Sie erinnern mich mit Ihren Locken schon ein bisschen an den Herrn Techno-Wikinger. Ja, was ist ein Techno? Was überhaupt? Was wollen Sie mich mit dem Wasser? Ich meine. Wollen Sie eher das oder? Na, das glaube ich schon eher. Techno-Wikinger, jetzt muss ich weiterarbeiten, weil ich habe nämlich Hunger aufs Buffet, wenn Sie wissen. Wir können später drehen, okay? Ja, in Ordnung, dann. Gut, dann gehe ich. Okay, wo sind wir jetzt? Hier schon wieder unterwegs? Irgendwo muss ich doch den Herr Ehrlich finden, oder? Okay. Ja, ist er das da hinten nicht? Was führt denn der schon wieder auf? Herr Ehrlich, was machen Sie denn da schon wieder? Was machen Sie denn da? Ist eher die Frage. Ja, ich habe Sie gesucht. Ja, wissen Sie, das letzte Mal im Stiegenhaus, da ist mir so eine alte Dame entgegengegangen und sie sagt, schön Sie, ich suche da so einen gut aussehenden, netten, hilfsbereiten Typen, weil sie kriegt ihre Kellertür nicht auf, ob ich ihr da vielleicht ein bisschen helfen kann. Und da habe ich gesagt, ja, na sicher. Ich habe da schon ein paar gute Methoden gesehen, wie hat das durchaus aufgekriegt, ne? Aber sind Sie da wirklich ehrlich? Ich meine, mit einem Bohrer und so, mit der Maske, das schaut schon ein bisschen anders aus. Na, dann wollen Sie sagen, dass ich nicht ehrlich bin. Es ist richtig, es ist Winter, es ist kalt. Ich meine, was haben Sie glaubt, dass ich da einbrechen gehe, oder was? Nee, es schaut schon ein bisschen danach aus. Ich helfe doch nur dieser Dame da. Schauen Sie her, da gibt es eine gute Methode. Hey, halt! Was machen Sie da? Die Staubpolizei! Scheiße, Alter, was? Schnell, schauen wir, dass wir weiterkommen. Oh mein Gott, alles Wichtige habe ich. Alter, Scheiße. Bitte da, was machen Sie schon? Na, schauen Sie das an, bitte teilen wir uns auf. Okay. Was macht der schon wieder? Jetzt muss ich da auch noch wegrennen. Scheiß Aufzug. Ach Gott, wo bin ich denn da jetzt gelandet? Wo ist denn da, Herr Ehrlich? Was höre ich denn da? Redet da jemand? Wo ist denn da jemand? Oh Gott, wer ist denn das? Hallo? Mister? Geht's Ihnen gut? Hallo? Entschuldigung? Hallo? Ich kann. Oh Gott, Herr Ehrlich! Was machen Sie da? Hörn's auf damit! Was machen Sie da? Was ist denn jetzt schon wieder? Achso! Was machen Sie denn da? Wo ist denn jetzt auf einmal bitte Ihr Kollege hin? Naja, der rennt da panisch aus dem Haus raus, redet irgendwas von wegen, die Polizei kommt schnell weg. Ist so ein Blödsinn, da ist dieser Geist, wir haben gerade der Nachbarn, der helfen wollte, den Keller aufsperren und dann ist da irgend so ein Geist, irgendwas ist da im Dunkeln. Geist? Buhu, keine Ahnung, also. Was reden Sie da? Sind Sie schon wieder antrunken oder haben Sie schon wieder die falschen Medikamente vom Herrn Raschowski bekommen? Apropos, das ist der Herr Dr. Raschowski und ich bin nicht antrunken, aber ich brauche jetzt mal
Alter, ein Beruhigungsschluck da durch diese Wärmepolster. Das habe ich nur, weil man kalt ist. Gell? Nicht, dass da was Falsches denken. Und weil es für einen Doktor ausschaut, also der hat wirklich sehr gute Medikamente. Das letzte Mal, nur um das zu demonstrieren, weil man so kleine blaue, oder? Wenn man eine kauft, vom Hüsensee, und dann schaut so real habe ich wirklich, so real habe ich das gekriegt. Also das meiste Zeug von dem ist wirklich gut. Bis auf die geschwollenen Erder. Das okay, ist ja, aber zurück zum Thema. Diese Frau, das war kein Zombie, die war echt. Die ruft wirklich die Polizei. Boah, hat die nicht Buhu gerufen oder sowas? Buhu? Nein, die hat geschrieben, glaube ich, Hilfe. Kollege. Na scheiße, ich muss, da ist kein Empfang, Klangkrieg, es ist Klangkrieg, verdammt. Da was? Mein Dorf, mein das, Dorf. Das meinst du doch jetzt nicht ehrlich, oder? Ich bin ehrlich, ich muss mein Dorf beschützen. Aha, super. Und sein Drecklaster da wieder liegen. Ach Gott.